من رأى من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir haben im letzten Unterricht den Namen Allah subhanahu wa ta'ala El-Ghafir, El-Ghafur, El-Ghafar behandelt. Wir haben die versucht zu erklären und wir werden heute inshallah weitermachen und das ist der letzte Unterricht über diesen Namen. Und zwar werden wir heute inshallah zu dem Abschluss kommen und erklären, was sind denn die Wege der Vergebung? Was muss man tun, damit Allah subhanahu wa ta'ala seinen Dienern vergibt? Es gibt nämlich bestimmte Taten oder Dinge, die man macht, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn meine Diener dies und das machen, für sie gibt es Vergebung, für sie gibt es das Maghfirat von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben in den ganzen Unterrichten eigentlich letztens auch schon versucht zu erklären, ein Mensch hat eine bestimmte Vorstellung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ein Mensch nicht die Vorstellung von Allah subhanahu wa ta'ala hat, wie Allah sich im edlen Koran vorstellt, dann wird er eine falsche Vorstellung haben, indem er sich einfach nach seinen eigenen Gelüsten, nach seinem Kopf, nach Vergleichen eine Vorstellung von Allah subhanahu wa ta'ala aufbaut. Es wird zu falschen Gedanken über Allah kommen und es wird zu einem wirren, schlechten Reden über Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass die Vergebung Allahs im letzten Unterricht vor allem und die Vergebung der Menschen nicht ansatzweise gleich ist. Wenn du bei einem Menschen zwei, dreimal einen Fehler machst, da sind die Menschen sehr hart. Aber wenn bei Allah subhanahu wa ta'ala du einen Fehler machst und dies auch 100.000 Mal wiederholen solltest, aber immer wieder Istighfar machen solltest, aufrichtig zu Allah, wird Allah subhanahu wa ta'ala dir vergeben. Er ist nicht nachtragend, er wird dich immer noch lieben und du hast immer noch für ihn einen Wert. Deswegen ist die Vergebung Allahs nicht die gleiche wie die Vergebung der Menschen. El-Ghafir bedeutet der Vergebende, um das zu wiederholen. El-Ghafur, derjenige, der die unterschiedlichsten Arten der Sünden, der Fehler vergibt. Und El-Ghafar, derjenige, der eine Sünde, vor allem die gleiche, auch wenn du sie immer wieder wiederholen solltest, unendlich Male Allah subhanahu wa ta'ala diese vergibt. Maghfirat, Ghafur bedeutet eine Sache zu verdecken, eine Sache bedecken und seinen Dienern zu vergeben. Eine Sache bedecken, vor was aber bedecken, haben wir gesagt, vor der Strafe. Alle unsere Taten, ob gut oder schlecht, haben eine Auswirkung auf uns. Wenn wir Gutes machen, öffnet sich eine Tür und es kommt Gutes auf uns zu. Machen wir etwas Schlechtes oder eine Sünde, so kommt etwas Schlechtes auf uns zu. Allah, sein Name El-Ghafur, ist derjenige, dass wenn wir Sünden gemacht haben, er diese Sünden bedeckt und uns sozusagen bewahrt vor der Strafe der Hölle, vor jeglicher Strafe, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Daher können wir eigentlich hier eine Sache festlegen und sagen, Allah bestraft nicht Sünden, Allah bestraft nicht die Fehler. Der Satz muss weitergehen. Allah bestraft die Fehler, die wir begangen haben, und wir danach kein Istighfar gemacht haben. Diese bestraft Allah subhanahu wa ta'ala. Es wäre nicht 100% richtig zu sagen, Allah bestraft uns wegen der Sünden. Es ist nicht nur die Sünde. Allah lässt ja immer noch diese Tür der Vergebung offen. Du kannst ja immer noch, auch wenn du eine Sünde und einen Fehler gemacht hast, Allah um Istighfar bitten und Allah wird dich dafür nicht belangen, nicht zur Rechenschaft ziehen, also nicht bestrafen dafür. Daher ist wichtig, dass wir erkennen, Allah subhanahu wa ta'ala bestraft die Sünde, wo wir nicht um Vergebung gebeten haben. Diesen Fehler wird er von uns bestrafen. Ein Mensch macht nicht nur Istighfar, wenn er Fehler gemacht hat. Das haben wir auch im letzten Unterricht erklärt. Der Prophet hat a.s. selbst im Gebet, vor dem Gebet und nach dem Gebet Istighfar gemacht. Selbst wenn wir Sawab, gute Taten verrichten, Salih Amalar verrichten, bitten wir Allah um Vergebung. Obwohl das Gebet ist eigentlich kein Fehler, ist keine Peinlichkeit, dass man Allah um Vergebung bitten muss. Dennoch hat der Prophet, als er zum Gebet aufstand, Astaghfirullah gesagt und nach dem Gebet ebenfalls dreimal Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram gesagt.
Er hat Allah subhanahu wa ta'ala wieder um Vergebung gebeten. Warum bitten wir denn Allah subhanahu wa ta'ala in guten Sachen, bei guten Taten auch um Vergebung? Dies ist ein Adab, ein Akhlaq, den den Menschen gebührt. Dem Menschen gebührt es, Allah subhanahu wa ta'ala um Istighfar zu bitten, und Allah gebührt es, seine Istighfar anzunehmen. Denn egal was der Mensch macht, egal welche Taten er verrichtet, er ist ein Mensch, er wird es niemals vollkommen machen. Egal in welchen Taten es ist, es wird immer wieder eine Lücke bleiben. Wer ist denn der Mensch, dass er Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt anbeten kann? Wer ist der Mensch überhaupt, dass er Allah, diesen Mächtigen, diesen Al-Azim, Allah subhanahu wa ta'ala anbeten darf? Der Mensch ist ajiz, der Mensch ist schwach, klein, fehlerhaft, zalim. Und dieser Mensch soll Allah anbeten. Deswegen astaghfirullah, oh Allah, überhaupt, dass wir Menschen sind, dass wir fehlerhaft sind. Das ist unsere Pflicht Allah gegenüber. Daher zum Beispiel, wenn wir Zakat oder Sadaqa geben, bedanken wir uns bei demjenigen, der Zakat und Sadaqa genommen hat. Wir sagen nicht, wir haben unsere Pflicht getan, ach, jetzt soll er das haben. Nein, wir bedanken uns bei denjenigen, die die Sadaqa von uns annehmen, dass wir überhaupt diese gute Tat verrichten durften. Das ist diese Taten schmecken. Wir opfern das Allerwichtigste, das Allerwertvollste von uns und bitten anschließend Allah subhanahu wa ta'ala darum, diese Opferung anzunehmen. Das ist, wenn ihr den Islam richtig verstanden habt, wenn ihr eure Position und Allah seine Position wahrhaftig verstanden habt. In der Surah Muzammil, im allerletzten Vers, in der letzten Seite, berichtet Allah subhanahu wa ta'ala über das Gebet und Zakat. Und dann zum Schluss sagt Allah: وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْزَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Alles, was ihr an guten Taten für euer Nefis vorausschickt, werdet ihr bei Allah in noch besserer Weise zurückkriegen, sagt Allah. Warum? Der Mensch macht seine Aufgabe, das, was er am besten machen kann. Und wenn Allah aber dafür belohnt, Allah belohnt nicht, wie ein Mensch belohnt. Genau wie Allah nicht vergibt, wie ein Mensch vergibt, ist seine Belohnung hundertfach, zehnfach größer. Deswegen, alles, was ihr an guten Taten für eure Seele vorausschickt, wird Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits euch dafür ums Mehrfache an Belohnung wieder entgegenkommen. Dann sagt Allah, wastaghfirullah, bittet Allah um Vergebung. Da geht es um Gebet und Zakat. Wastaghfirullah, bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Inna Allah ghafur und rahim. Der ganz gewiss ist Allah al-ghafur und al-rahim. Der Allvergebende und der Allgnädige ist Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist der Mensch ein sehr, sehr schwacher Mensch. Und er sollte, egal wann, egal was, Istighfar machen. Wenn ihr euch überlegt, eine Kuh, wenn eine Kuh gebärt, dieses Kind von einer Kuh, das Kalb, das kann nach mehreren Stunden auf eigenen Beinen stehen und wieder laufen. Wenn der Mensch aber ein Kind gebärt, kann das Kind erst nach anderthalb Jahren auf eigene Beine stehen und laufen. Ja, nee, das reicht doch aus, um die Menschen zu erklären, der Mensch, wie schwach eigentlich doch der Mensch ist und wo seine Position ist und wo Allah subhanahu wa ta'ala seine Position ist. Für das Maghfirat Allah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden bedeckt, verdeckt und uns vergibt, gibt es eigentlich eine Bedingung. Maghfirat hat eine Bedingung, dass unsere Vergebung angenommen wird, und zwar, das ist eine Sache, und das ist Ehrlichkeit. Du musst in deiner Vergebung ehrlich sein. Du musst, wenn du Allah um Istighfar bittest, nicht im Hinterkopf haben, dass du schon wieder die Sünde selbst machen wirst oder eine weitere Sünde machen wirst. Rückfällig werden ist was anderes hier. Also rückfällig werden ist möglich, das kann passieren. Aber in dem Moment, wenn du Istighfar machst, dass du aufrichtig und ehrlich bist Allah gegenüber und die Sünde eigentlich vollständig verlassen willst. Das ist die Bedingung. Und das Adab, das Akhlaq davon ist, nicht mehr zu dieser Sünde zurückzukehren. Die Bedingung der Tauba ist der Iman. Denn ein Mensch, der keinen Iman hat, dessen Tauba wird niemals angenommen werden. Wenn ein Kafir Allah Istighfar macht, wird das nichts bringen. Er muss erstmal Tauba machen von dem Schirk, den er begangen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala vergibt sogar in diesseits, wenn du Allah um Vergebung bittest für den Schirk, den du begangen hast. Und ganz gewiss ist Schirk die größte Sünde. Wir werden noch dazu kommen, wenn wir den Namen Al-Azim von Allah subhanahu wa ta'ala erklären, dazu kommen. Es ist die größte Sünde, die es überhaupt gibt. Die wird Allah subhanahu wa ta'ala diesseits vergeben. Denn Allah sagt, أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ. Wollen sie denn Allah nicht um Tauba bitten und Istighfar machen? Sagt er, gegenüber denjenigen, die Allah gegenüber Schirk begangen haben. Aber wenn ein Mensch ohne Istighfar in der Dunya stirbt, indem er Schirk begangen hat, so wird es für ihn ganz gewiss keine einzige Vergebung mehr geben. Der erste Punkt, ich möchte jetzt zu unserem Thema kommen, der erste Punkt, was
Allah subhanahu wa ta'ala, ein Weg der Vergebung ist, wo Allah uns vergibt, ist ganz gewiss, ohne jeglichen Zweifel, der Tauhid. Der Tauhid ist das Grundfundament der Vergebung. Wenn ein Mensch kein Tauhid hat, dem wird nicht vergeben. Tauhid bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anzubeten. Allah subhanahu wa ta'ala nicht zur Seite zu stellen. Alle Tahuts, alle, die behaupten, Gottheit zu spielen auf der Erde, alle, die die Eigenschaften Allahs versuchen, an sich zu reißen, die versuchen, Dinge zu übernehmen, die eigentlich Allah gebühren, das sind Tawarit. Alles diese muss ein Muslim verleugnen. Ein Muslim ist derjenige, der einzig und allein Allah untergeordnet ist, der einzig und allein dem Koran und der Sunna des Gesandten Allahs folgt und nichts über diesen stellt. Allah weder Kinder zuschreibt, noch Allah einen Partner zuschreibt, noch jemanden gleich liebt wie Allah, noch jemanden mehr fürchtet wie Allah, noch jemanden mehr vertraut wie Allah, noch von jemandem mehr erhofft wie Allah. All diese Dinge gehören zum Tawhid und zu dem Schirk. Allah sagt im Edlen Koran, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah wird es ganz gewiss nicht vergeben, dass man ihm gegenüber Schirk begangen hat. Aber er wird alles andere, was darunter ist, vergeben, sagt Allah. Yani, wenn ein Mensch auf dieser Dunya das Töba macht, dann wird Allah ihm vergeben. Aber wenn ein Mensch stirbt, ohne auf dieser Dunya Istighfar gemacht zu haben, Töba zu machen, wird Allah diese Sache niemals vergeben. Die anderen Sünden sollst du auch ohne Istighfar sterben. Besteht immer noch die Möglichkeit, dass Allah im Jenseits dir trotzdem vergibt. Aber wenn du stirbst, ohne Töba vom Schirk gemacht zu haben, wird Allah sein Name El-Ghafur nicht auf dich reflektieren und er wird diese Sache nicht bedecken und du wirst mit der Hölle bestraft werden. Der Gesandte Allahs alayhi salatu wasalam berichtet uns einen Hadith, der wird bei Tirmizi überliefert, in dem letzten Part. Allah wird sagen im Jenseits, Ya ibn Adam, o du Sohn Adams, o du Mensch, Innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya, summa laqitani la tushriku bi shay'an, la ataytuka bi qurabiha al-maghfira. O du Sohn Adams, wenn du zu mir gekommen wärst mit einem Berg, mit einer Erde voller Sünden, so wäre ich, und du hättest mir gegenüber keinen Schirk begangen, La tushriku bihi shay'an, hättest mir kein Schirk begangen, so wäre ich dir mit einem Berg voller Vergebung entgegengekommen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte Allahs berichtet uns in einem Hadith, es wird im Jenseits Allah denjenigen, der in der Hölle ist, herausnehmen. Den Menschen herausnehmen, der die wenigste Strafe von der Hölle schmeckt, kostet. Der die niedrigste Strafe der Hölle kostet. Allah wird diesen Menschen nehmen und wird zu ihm sagen, O du Mensch, wenn du die gesamte Dunya besitzen würdest, würdest du diese opfern, um dich vor der Höllenfeuer frei zu kaufen, also dich zu befreien, würdest du das alles weggeben? Er sagt, Bella, Naam, ey Rab, auf jeden Fall, ich hätte alles gegeben, nur um mich von dieser Höllenfeuer, von dieser Qual zu befreien. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sagen, Aradtu minka ahwana min hasa. Ich wollte von dir aber all dies nicht. Ich wollte von dir was viel leichteres. Ahwana min hasa. Nee, das alles wollte ich doch gar nicht von dir, dass du dein ganzes Mal und Besitz mir opferst, dass du deine ganze Dunya für mich opferst. Ich wollte was viel einfaches von dir haben. Was ist es? Wa anta fi sulbi adam an la tushriku bi shay'an fa abaita illa an tushrika bi. Als du in den Rückgrat Adams warst, dass du mir nichts zur Seite stellst, war die Bedingung gewesen. Aber du hast Israr gemacht, du hast darauf bestanden, mir etwas zur Seite zu stellen. Koste dafür die Strafe vom Höllenfeuer. Deswegen, wenn ihr, egal wie weit eure Sünden reichen, und solltet ihr Tag und Nacht Sünden begehen bis zum Himmel, aber ihr solltet kein Schild begangen haben, den Tawhid solltet ihr beschützt haben, bewahrt haben, so gibt es für euch Vergebung. Aber für einen Menschen, der Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber Schirk begangen hat, für ihn gibt es keine Maghfirat im Jenseits. Für ihn gibt es keine Vergebung. Daher müsst ihr sehr, sehr aufpassen mit eurem Tawhid. Lasst nichts über eure Akida kommen, über eurem Tawhid kommen. Egal was passieren sollte, kommt da niemals in Zweifel. Werdet dann niemals, auch nur ein bisschen, wenn ihr ins Schwanken kommt, versucht euch direkt wieder zu stabilisieren und hört nicht auf das Weswese von Shaitan und die menschlichen Shayatin, die immer wieder mit Scheinargumenten kommen. Allah wird den Diener im Jenseits, der auf Tawhid ist, der vielleicht im Diesseits kein Istighfar gemacht hat, er wird diesen Diener packen und wird sagen, Inna Allah yudnil mu'mina fayadaw alayhi kanafa wa yasturhu. Allah wird einen Diener nehmen und eine Decke, ihn verdecken, etwas über ihn werfen, sodass niemand das sieht
nur der Diener und Allah wird etwas über ihn decken. فَيَقُولْ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا. Dann wird Allah anfangen aufzählen. Weißt du noch, mein Diener, diese Sünde, die du begangen hast? Weißt du diese Sünde, die du begangen hast? Und der Diener wird sagen, Bella ay Rab, Nam. Ja, ich weiß das. Das sind alles meine Sünden, die ich begangen habe. Und Allah wird alle Sünden aufzählen. Und dann, hatta bis, إِذَا قَرَّرَهُ بِزُنُوبِ وَرَأَ فِي نَفْسِ أَنَّهُ حَلَقْ قَالَ سَتَرْتُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَ لَكَ الْيَوْمِ. So weit, bis der Diener denken wird, jetzt bin ich ruiniert, jetzt bin ich vernichtet. All diese Sünden, die Allah aufgezählt hat, da gibt es kein Entkommen mehr. Allah hat alles, ist Zeuge über dies, es gibt kein Entkommen. Bis er denkt, dass sein Nefis jetzt vernichtet wird, wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, ich habe im Diesseits deine Sünden bedeckt und ich werde sie dir im Jenseits nun vergeben. Daher ist der Tauhid das A und O. Im Jenseits wird einer kommen. Es werden 99 große Schriften geben, da werden voller Sünden sein, auf die Waage gestellt. Und da wird ein einziges Zettel kommen mit dem Tauhid drauf. La ilaha illallah. Dass der Diener den Tauhid bewahrt hat. Und auf der ganzen Waage wird das Tauhid schwerer sein, wie all deine Sünden wird das überwiegen. Daher ist der erste Punkt für die Vergebung Allahs, der Weg zur Vergebung Allahs, ist der Tauhid. Der zweite Punkt ist viel Istighfar machen. Viel Istighfar machen. Der Gesandte Allahs, Istighfar bedeutet, Allah gegenüber zu sagen, zu gestehen, seine Sünde und zu sagen, Astaghfirullah wa atubu ilayk, O Allah, vergib mir meine Sünden. Das ist Istighfar. Allah gegenüber ehrlich seine Sünde um Vergebung bitten. Das ist Istighfar. Der Gesandte Allah sagt, Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wa astaghfiruhu, fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra. O ihr Menschen, bittet Allah um Vergebung, macht Istighfar zu Allah, denn ganz gewiss, ich mache am Tag 100 Mal Istighfar zu Allah. Abdullah bin Umar berichtet, dass der Gesandte Allahs, wenn er in einer Sitzung war und zu den Sahabas gesprochen hat, dass er in dieser Sitzung mehr als 100 Mal Istighfar gemacht hat, in dieser Sitzung. Bei Ibn Majah wird überliefert, dass der Gesandte Allahs sagt, Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kathira. Frohe Botschaft für denjenigen, der in seinem Amelbuch viel, viel Istighfar drin hat. Das bedeutet, dass der Diener, der viel Istighfar gemacht hat, im Jenseits eine frohe Botschaft erhalten wird. Allah sagt im edlen Koran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Diejenigen, die Allah gegenüber eine schlechte Schandtat begangen haben oder Unrecht begangen haben, aber danach Allahs Gedenken und Allah für ihre Sünde um Vergebung bitten, diese wird Allah vergeben. وَمَنْ يَغْفِرَ الزُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Wer ist es denn überhaupt, der die Sünden vergibt außer Allah? Wer soll denn die Sünden vergeben außer Allah? وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Wer soll denn eure Sünden vergeben, wenn ihr die begangen habt? Hier sagt Allah, diejenigen, die eine Fahische, eine Schandtat begangen haben, eine schlechte Tat begangen haben, أو Salamu oder Zulum, Unrecht begangen haben, aber danach für ihre Sünden um Istighfar gebeten haben. Wer soll die Sünden vergeben außer Allah? Der Mensch? Sollen die Menschen, erwartet ihr von den Menschen Vergebung? Von wem erwartet ihr das? Wenn Allah euch nicht vergibt, wer soll euch dann überhaupt vergeben? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn ihr Unrecht tut, egal welche Sünden begangen habt, aber danach um Istighfar bittet, so könnt ihr darauf hoffen, dass Allah euch eure Sünde vergibt. Der Gesandte Allahs berichtet, der Diener macht eine Sünde. Danach sagt er, Allahumma ghfir li zambi, O Allah, vergib mir meine Sünden. Allah sagt dann, أَذْنَبَ عَبْدِي زَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الزَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذُّنُوبِ. Mein Diener hat eine Schandtat begangen, hat einen Fehler gemacht, eine Sünde begangen, aber er wusste, dass er einen Gott hat, dass er einen Rab hat, der ihm seine Sünde vergibt oder ihn für seine Sünde bestraft. Ich habe meinen Diener vergeben. Dann macht der Diener wieder einen Fehler. Wieder den Fehler. Und er sagt wieder, Allahumma ghfir li zambi. Und Allah wiederholt wieder die gleichen Verse. Mein Diener hat gewusst, dass er einen Herrn hat, der ihm seine Sünden vergibt, oder der ihn bestraft, ich werde ihn vergeben. Dann macht er das wieder. Wieder den Fehler. Und er macht wieder, bittet Allah um Vergebung für diese Wiedertat. Und Allah wiederholt das Gleiche wieder. Und der Rabi, der Überlieferer, sagt, ich glaube beim dritten oder vierten Mal hat danach der Gesandte Allahs gesagt, dass Allah sagen wird, وَعْمَلْ مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ. Mache, was du möchtest, ich habe dir vergeben, wird Allah dem Diener sagen. Egal wie viele Sünden ihr machen solltet und auch wenn ihr die Sünden wiederholen solltet, immer wieder rückfällig werden solltet,
hört niemals auf, Allah subhanahu wa ta'ala um Istighfar zu bitten und um Vergebung zu bitten. Denn Allah wird seinen Diener vergeben. Allah möchte, dass ihr ihn um Vergebung bittet. Daher versucht Allah jedes Mal um Vergebung zu bitten, egal wie groß unsere Sünden auch sein mögen, inshallah. Was ist das Nutzen von Istighfar? Istighfar hat viele Nutzen, denn alle Sorgen und Probleme, die wir Menschen haben, alles Leid, was wir haben, ist ein Resultat unserer Sünden. Wenn irgendwas in unserem Leben nicht funktioniert oder nicht läuft, dann ist von auszugehen, dass dies das Resultat unserer Fehler sind, unserer Sünden sind. Daher, wenn man Istighfar macht, hebt man gleichzeitig diese psychischen und physischen Probleme ebenfalls auf. Das Leid in Syrien, das Leid in Palästina, das Leid in Jemen, egal wo auf dieser Dunja, das ist das Resultat der Umma. Das ist das Endresultat, was die Umma gemacht hat. Sie haben sich von Allah und seinen Gesandten entfernt und das entstanden. Deswegen, für alles Schlechte, was in unserem Leben ist, sind wir dafür verantwortlich. Die sind die Resultate unserer Sünden. Aber wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten und Allah, seine Maghfira, kommt auf uns, er verdeckt unsere Sünden, dann ist von auszugehen, dass inshallah unser Zustand sich zum Besseren auch wendet. Daher müssen wir Allah viel um Istighfar bitten, auch dass die Umma wieder eine Einheit wird. Der Gesandte Allahs, alayhi salatu wassalam, berichtet uns: Man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli diqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haythu la yahtasib. Jemand, der ständig Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung, um Verzeihung bittet, dem wird Allah einen Ausweg in jeder Not geben, eine Erleichterung vor jeder Angst geben, und er wird sich um ihn sorgen, von wo er aus niemals gerechnet hätte. Yani Istighfar ist die Lösung aller unserer Probleme, denn alle unsere Sorgen und Probleme sind tatsächlich das Resultat von unseren Fehlern. Wir wissen nicht, was unsere Sünden, unsere Fehler zugedeckt haben von uns, was unsere Fehler, die wir begangen haben oder begehen im Leben, gerade im Moment auch unser Leben zudeckt. Vielleicht unser Rizq deswegen so wenig ist, dass unser Ilm deswegen so gering ist, dass unsere Taten dahin nicht zunehmen, dass wir deswegen vielleicht kein gutes Denkvermögen mehr haben. All dies sind die Resultate der Sünden. Deswegen, wenn man aber viel Allah um Istighfar bittet, ist davon auszugehen, dass Allah dir wieder alle Türen der Barmherzigkeit öffnet. Istighfar, Sünden machen eine Gardine dir und zwischen dir und Allah. Istighfar ist diese Gardine zwischen dir und Allah immer wieder höher zu setzen, und irgendwann wird die komplett aufgehoben und dann kommt das Rahmat von Allah subhanahu wa ta'ala auf dich zu. Eines Tages kommt ein Mann zum Gesandten Allahs und sagt: Ja Rasulallah, ich bekomme keine Kinder. Der Gesandte Allahs sagt zu ihm: Eine ente an kathrat al-istighfari wa sadaqa. Sag mir lieber mal, wie ist deine Situation, wie ist deine Beziehung zu Istighfar und Sadaqa geben? Er sagt: Ich gebe nicht viel Sadaqa und mache nicht viel Istighfar. Er sagt: Geh, mach viel Istighfar und gib Sadaqa. Eine lange Zeit später kommt dieser Mann und sagt: Ja Rasulallah, ich habe 9 Kinder von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Allahu Akbar. Allahs Gesandte hat nicht zu ihm gesagt: Geh, nimm dieses Medikament ein, mach mal diese Übungen oder mach dieses Dua. Im Gegenteil, er sagt einfach: Mach Istighfar. Wie ist deine Situation zwischen Sadaqa geben und Istighfar machen? Das war dieses Problem. Das war der Grund, warum er keine Kinder bekommen hat. Das Resultat war, weil er keine Istighfar gemacht hat. Huzaifa kommt zum Gesandten Allah und sagt: Ja Rasulallah, ich habe eine scharfe Zunge. Ich breche die Herzen der Menschen immer. Vor allem die von meiner eigenen Familie. Wenn ich rede sehr hart. Ich habe Angst, dass mich diese Zunge zur Hölle bringt. Daraufhin sagt der Gesandte Allah: Ey Huzaifa, geh und mach Istighfar, viel Istighfar zu Allah, der ganz gewiss, ich mache am Tag 70 Mal Istighfar, über 70 Mal Istighfar zu Allah. Deswegen, wir mögen vielleicht manchmal Angewohnheiten besitzen, die wir aus der Jahiliyyah mitgenommen haben, die schwer sind zu ändern, sei es Rauchen, sei es andere vielleicht schlechte Taten. Und egal was man tut, ob man zum Arzt geht oder Kurse belegt, es bringt nichts. Hier ist das Rezept des Propheten: Macht viel Istighfar, dann ist von auszugehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch diese Sache wegnimmt. Hassan al-Basri, eins der größten Tabi'in, sitzt eines Tages in der Moschee. Es kommt ein Mann in die Moschee rein und sagt: O Hassan al-Basri, O Sheikh, in unserem Land herrscht Dürre. Herrscht Dürre, was sollen wir machen? Er sagt: Geh und mach Istighfar. Dann kommt ein anderer Mann und sagt: O Sheikh, ja Hassan al-Basri, ich bekomme keine Kinder. Er sagt: Geh und mach Istighfar. Es kommt ein anderer Mann und sagt:
oh Hassan al-Basri, ich habe Probleme, richtige Armut, also ich bin sehr, sehr in Not. Ich bin vom Armut bedroht, sehr stark, und egal was ich mache, Allah erweitert mir mein Rizq nicht. Hassan al-Basri sagt, geh und mache sehr, sehr viel Istighfar. Dann kommt ein anderer Mann, sagt, oh Hassan al-Basri, meine Obstplantagen ist dieses Jahr wieder kaputt gegangen, sind nicht aufgegangen. Genau wie all die Jahre davor. Aber von den anderen, die Obstplantagen, die gehen ganz normal auf. Was soll ich machen? Hassan al-Basri sagt zu ihm, geh und mach Istighfar. Der Mann steht auf und geht weg. Dann kommt ein Mann, der in der Moschee sitzt, zu Hassan al-Basri und sagt zu ihm, ja, Sheikh, es kamen vier Männer zu dir mit vier ganz unterschiedlichen Problemen. Und du hast allen das Gleiche geantwortet. Macht Istighfar. Ja, nee, was soll das? Er sagt, ich habe nicht aus meinem Nefis geredet. Ich habe das aus dem Buche Allah subhanahu wa ta'ala. Aus dem Buche Allahs. Und zwar, wo Nuh a.s. zu seinem Volk spricht und sagt, Verkultung, er sagte zu seinem Volk, Astaghfiru Rabbakum, innahu kana ghaffara. Bittet Allah um Istighfar, um Vergebung, der ganz gewiss, Allah ist Ghaffar. Allah ist derjenige, der immer wieder die Sünden annimmt, der viel, viel eure Sünden vergibt. Jetzt kommt's, was passiert denn, wenn ihr Allah um Vergebung bittet und Allah eure Vergebung annimmt? Was passiert da? Jetzt zählt Allah auf. Yursilis sama'i alaykum midraran. Er wird Regen für euch in Fülle her niedersenden. Allah wird euch sehr, sehr viel Regen hinabsenden. Was bedeutet denn Regen? Regen bedeutet, die Dürre hört auf. Es wächst wieder die ganzen Sachen wachsen wieder. Reicht das? Nein. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Er wird euch mit Glücksgütern, yani mit eurem Vermögen und Kindern stärken, und er wird euch Gärten bescheren und für euch Flüsse strömen lassen. Das sagt Allah. Das ist diese Auswirkung von Istighfar. Wenn ihr Istighfar macht, werden die Sachen antreffen, sagt Allah. Und dann sagt Allah, مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Was ist denn mit euch, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber so respektlos seid? Was ist denn mit euch, dass ihr Allah gegenüber nicht diesen Respekt erweisen tut, der ihm gebührt? Was ist denn mit euch, dass ihr Allah nicht ehrt, wie es ihm wahrhaftig gebührt? Jetzt könnte man meinen, was hat denn Istighfar mit Respekt zu tun? Sehr viel. Ein Mensch, der Istighfar macht, der kennt seine Dienerschaft, der kennt seinen Stellenwert und weiß, ich bin der Diener und Allah ist der Rabb. Jemand, der kein Istighfar macht, der glaubt, unabhängig zu sein, der glaubt, keine Fehler zu machen, der glaubt, nicht mangelhaft zu sein, und er ist hochmütig. Im letzten Koranprojekt von Furkan, wo das Thema Hochmut kommt vor den Fall, hat er aufgezählt, dass die meisten, alle Völker vernichtet worden sind, weil sie Hochmut hatten. Nachdem sie diese Hochmut hatten, dann kam der Fall und dann wurden sie vernichtet. Und Istighfar, kein Istighfar zu machen, ist ganz gewiss ein Zeichen von Hochmut. Was ist denn, wir haben jetzt gesagt, viel Istighfar machen, war der zweite Punkt. Es gibt aber auch viel Istighfar, yani mit deinen Taten Istighfar machen. Mit deinen Taten Istighfar machen bedeutet, viele gute Taten zu verrichten. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَسْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Derjenige, der aber Allah um Taube bittet, nachdem er Unrecht begangen hat und sich danach verbessert, sich bessert, dem wird Allah seine Reue annehmen, denn ganz gewiss Allah Ghafur und Rahim. Yani jemand, der Schlechtes begangen hat und danach sich verbessert, yani etwas Gutes macht. Wenn jemand eine Sünde macht, danach wiederum was Gutes macht. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich muss jetzt als Gegendings dafür noch mehr Gutes machen. Diese wird Allah vergeben. Denn wenn ein Mensch in seiner Jahiliyyah immer aktiv gewesen war, aber im Islam, wenn er dann zum Islam kommt, passiv ist, dann hat er irgendwas nicht verstanden. Denn erst recht, wenn man genau in seiner Jahiliyyah aktiv gewesen war, muss man, wenn man im Islam ist, erst recht das Zehnfache aktiv sein. Weil das, was du für das Jahiliyyah empfunden hast, musst du für Allah das Hundertfache eigentlich empfinden. Daher sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَ بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Diejenigen aber, die Unrecht begehen, danach dieses Schlechte an der Stelle von diesem Schlechten etwas Gutes hinsetzen, dem wird ganz gewiss Allah subhanahu wa ta'ala ihre Sünden vergeben. Denn Allah sagt, إِنَّ الْحَسَنَةَ يُزْهِبْنَ سَيِّئَةَ. Ganz gewiss, die guten Taten tilgen die bösen Taten.
Deswegen, wenn ihr etwas Schlechtes gemacht habt, ist es umso wichtiger, dass ihr danach anschließend sehr schnell viele gute Taten verrichtet. Denn es ist von auszugehen, dass die guten Taten die schlechten aufheben. Die guten Taten ersetzen die schlechten. Und wenn ihr euch natürlich komplett von diesen abwendet, dann wird Allah euch inshallah vergeben. Der dritte Punkt, wir haben gesagt, Tauhid, viel Istighfar machen, sowohl mit Wort als auch mit seinen Taten. Das dritte, um Allah seine Maghfirah zu erlangen, seine Vergebung zu erlangen, ist Taqwa zu besitzen. Taqwa ist eine Sache, die man nicht anfassen kann. Der Prophet a.s. sagt eines Tages, At-Taqwa ha-huna, At-Taqwa ha-huna, At-Taqwa ha-huna. Taqwa befindet sich hier, Taqwa befindet sich hier, Taqwa befindet sich hier und zeigt auf seinem Herzen. Taqwa ist nicht eine Sache, die ihr sehen könnt oder anfassen könnt. Taqwa ist das, was in eurem Herzen ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Edlen Koran, Ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli. O die ihr glaubt, o ihr, die behaupten, überhaupt zu glauben. Ittaqullah, fürchtet Allah, seid Allah gegenüber Taqwa. Beherrscht Taqwa gegenüber Allah. Yani, was bedeutet das? Seid Allah gegenüber verantwortungsbewusst. Seid Allah gegenüber pflichtbewusst. Wisst, was eure Verantwortung Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ist und eure Verpflichtung sind. Seid Allah dessen bewusst und glaubt an den Gesandten. Was passiert denn, wenn man Allah gegenüber Taqwa besitzt und an den Gesandten glaubt? Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Er wird zwei Anteile von seiner Barmherzigkeit auf euch hinabsenden. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. Und er wird euch ein Licht geben, womit ihr gehen werdet. Yani, wenn ihr danach irgendwann in Zweifel kommt, wenn Fitna passiert, wird euch dieses Licht immer wieder das Richtige tun lassen, den richtigen Weg gehen lassen. Was wird er noch machen? وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Und er wird euch vergeben. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Der ganz gewiss Allah ist Ghafur und Rahim. Umar ibn Khattab fragt eines Tages Ubay ibn Ka'b, Ey Ubay ibn Ka'b, was ist Taqwa? Ubay ibn Ka'b sagt, Ja Amir al-Mu'minin, bist du schon mal einen dornigen Weg gelaufen? Umar ibn Khattab sagt, ja, bin ich. Er sagt, was hast du da gemacht? Er sagt, ich bin so vorsichtig diesen Weg gegangen, damit ja kein Dorn in meinen Fuß hineindringt. Und ich habe mein Kleid hochgekrempelt, damit das nirgendwo hängen bleibt und es zerreißt. Ubay ibn Ka'b sagt, ha, genau das ist Taqwa. Dass du auf dem Weg der Dienerschaft zu Allah so achtsam und so vorsichtig bist, dass ja dich nichts berührt an vom Schlechten. Das ist Taqwa. Taqwa bedeutet, Allah im Zentrum deines Lebens setzen. Alle deine Taten, alle deine Worte, alle deine Urteile, alles dein Handeln, einzig und allein zu Allah zu führen und zu fragen, ist Allah damit zufrieden? Ist dies von Allah subhanahu wa ta'ala gewollt? Das bedeutet Taqwa. Ein Verantwortungsbewusstsein zu haben, zu wissen, ey, das ist meine Pflicht Allah gegenüber, ich muss das machen, ich muss machen, das ist einfach meine Verantwortung, ich trage dafür die Konsequenzen, das bedeutet Taqwa und nicht in Gaflet sein, unachtsam sein, seine Verantwortung nicht zu kennen, seine Pflichten nicht zu kennen, das ist das Gegenteil von Taqwa. Taqwa bedeutet daher, Allah im Zentrum seines Lebens setzen und verantwortungsbewusst zu sein. Vor allem gibt es aber auch Taqwa mit der Zunge. Allah sagt im Edlen Koran, Ya ayyuhal lazina amanu, o die ihr glaubt, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Sprich Gutes, sagt Gutes, fürchtet Allah und sagt Gutes. Ittaqullah, habt Allah gegenüber Taqwa und spricht Gutes, sagt gute Worte. Was passiert denn, wenn wir das sagen? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum. Dann wird er euch eure Taten verbessern. Er wird euch eure Taten verbessern, viel besser machen. Und er wird euch vergeben. Daher ist es auch wichtig, dass ihr mit eurer Zunge darauf achtet, was Taqwa ist. Nicht alles quasselt, nicht Ribet macht, nicht lügt, nicht alles reden, nicht die ganze Zeit ununterbrochen quatschen, leeres Gerede führen. Mit der Zunge sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Denn ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Seid, fürchtet Allah und sagt mit eurer Zunge, sagt gute Worte und nicht mehr. Der vierte Punkt, Astaghfirullah, ist, wir haben jetzt gesagt, der Tauhid, Istighfar machen und wir haben gesagt, Taqwa zu besitzen. Der vierte Punkt ist, anderen zu vergeben. Wenn du möchtest, dass Allah dir vergibt, dann musst du auch anderen Menschen vergeben.
Abdullah bin Abbas sagt, es gab einige Sahabes, die haben die Hijra nach Medina nicht gemacht am Anfang. Sie wurden von ihren Kindern und von ihren Frauen aufgehalten, nicht die Hijra zu machen. Also sie sind zum Islam konvertiert, die Muslime sind nach Medina, aber die sind nicht mitgekommen, weil ihre Frauen und ihre Kinder sie aufgehalten haben. Aber eine Zeit später haben sie die Hijra nach Medina vollbracht. Sie sind nach Medina gegangen. Als sie nach Medina gegangen sind, aber haben sie gesehen, dass die Muslime, mit denen sie zum Islam konvertiert sind, viel fortgeschrittener gewesen waren. Sie waren viel weiter vom Ilim, vom Akhlaq, vom Adab, die waren viel weiter gewesen. Sie waren so wütend, als sie das gesehen haben, dass sie das verpasst haben, wegen ihren Kindern und Frauen, die sie davon abgehalten haben, die Hijra zu vollbringen, dass sie ihre Frauen und Kinder bestrafen wollten dafür. Dann sendet Allah folgende Verse hinab. Allah sagt, Ya ayyuhallazina amanu, o die ihr glaubt, inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahzaruhum. Ganz gewiss gibt es unter euch, eure Frauen, gibt es manche Frauen und manche von euren Kindern, die euch feindlich gesinnt sind. So seid achtsam, seid vorsichtig, lasst euch nicht beeinflussen von ihnen. Okay? Es gibt es, dass eure Frauen und eure Kinder gegen das sind, was ihr macht. Aber seid vorsichtig und lasst euch ja nicht beeinflussen. Was sagt Allah? وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Aber wenn ihr ihnen verzeiht, wenn ihr sie dafür nicht bestraft, für das, was sie getan haben, wenn ihr ihnen die Sünde nicht die ganze Zeit vor die Augen hält, wenn ihr davon abkommt und ihnen vergibt, dass nicht mehr nachtragend seid, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. So wisst Allah ist غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah wird euch auch eure Sünden vergeben. Yani, hier ist wichtig, diese Frauen, diese Kinder haben diese Sahabes von der Hijra abgehalten. Hijra ist eine wichtige islamische Angelegenheit. Und Allah befiehlt den Sahabes, wenn sie vergeben, nicht bestrafen, nachsichtig sind und ihnen vergeben, wäre es besser. Warum? Weil Allah ist Ghafur und Rahim. Allah wird euch dafür auch vergeben. Denkt dran. Was sind denn heute die Menschen, die, wenn sie ihre Frauen sagen, komm nach Hause und sie kommt ein bisschen später, dass sie ausrasten? Oder Menschen, die ihre Kinder, wenn sie zu spät kommen oder irgendwas gemacht haben, in weltlichen Angelegenheiten, Auto und verkratzt haben, vielleicht irgendwo angedockt sind oder als die Frau irgendwas gemacht hat, dass sie so hart zu ihnen sind, so nachtragend sind und die Sache nicht vergeben. Was glaubt der Mensch, was er ist? Dann sagt er immer, es gibt Dinge, die kann man nicht verzeihen. Es gibt Dinge, die kann man nicht vergeben. Hier habt ihr Hijra, Hijra. Eins der brutalsten Taten. Allah befiehlt den Sahaben, das zu vergeben. Es ist sowieso keine Kunst, in den kleinen Dingen einem Menschen zu vergeben. Das ist sowieso keine Kunst. Wenn jemand was Kleines gemacht hat, du sagst, ich habe dir vergeben. Das ist doch nicht die Kunst. Die Kunst ist es bei großen Dingen, barmherzig zu sein und zu vergeben. Hier, Hijra. Ihr wollt ein noch krasseres Beispiel? Das noch krassere Beispiel. Als das Iftirah gegen Aisha gemacht wird, radiallahu anha, die Frau des Propheten, gleichzeitig die Tochter von Abu Bakr, gibt es einen Sahabe. Dieser Sahabe hat niemanden. Er ist der Verwandte von Abu Bakr. Abu Bakr unterstützt immer diesen Sahabe, diesen Verwandten. Sein Name ist Mistah. Mistah ist arm, hat nichts. Abu Bakr geht und gibt ihm immer wieder Geld und unterstützt ihn. Als dieses Iftirah von den Munafiqun kommt, dass Aisha Zina gemacht haben soll, das Ifk, Hasha wa Kalla, dann kommt dieser Mistah, lässt sich von den Munafiqun beeinflussen und verbreitet dieses Iftirah auch. Er sagt ja nie, Aisha hat Zina gemacht. Er verbreitet dieses brutale Iftirah gegenüber der Frau des Propheten. Dann wird Abu Bakr so wütend und sagt, als er das mitkriegt, dass er sogar einer ist, der das übelst verbreitet, Wallahi, ich werde ihn nicht mehr unterstützen. Was glaubt ihr? Guck mal, ist das nachvollziehbar? Völlig Verständnis, also nachvollziehbar, oder? Jeder würde sagen, sogar Abu Bakr hat noch wenig gemacht. Vielleicht wäre noch hingehalten, eine geben müssen. Völlig nachvollziehbar. Wisst ihr, was Allah hinabsendet? Allah sendet folgende Verse herab. Der Prophet ruft Abu Bakr, sagt, Abu Bakr, Allah hat diese Verse auf mich hinabgesandt. Guck mal, Allah sagt, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَةِ أَنْ يَأْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Und unter euch, die Reichtum besitzen, die an Überfluss besitzen, weil Abu Bakr war reich, sollen nicht schwören, den Anverwandten, den Bedürftigen und den Ausgewanderten auf Allah seinen Weg nichts mehr zu geben. Allah hat das nicht angebracht für einen Mann wie Abu Bakr, dass er sowas sagt. Sie sollen nicht schwören, dass sie den armen Leuten nichts mehr geben oder dass sie den Verwandten nichts geben. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا.
sie sollen ihn vergeben, verzeihen. Sie sollen ihn nicht bestrafen dafür und sie sollen ihre, die Sünde nicht ihnen vorenthalten. Yani, guck mal, du hast das gemacht, geh weg. Die sollen die Sünde nicht mehr erwähnen und sollen ihn verzeihen. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Liebt ihr es denn nicht, dass Allah euch vergibt? Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Wallahu ghafurun rahim. Liebt ihr es denn nicht, dass Allah euch vergibt? Ganz gewiss, Allah ghafurun rahim. Was sagt Abu Bakr? Bella. O Gesandter Allahs, ihm kommen die Tränen und er sagt, Naam, Bella, ich liebe es, dass Allah mir vergibt. Er geht zum Mistah und sagt zum Mistah, ja Mistah, von nun an werde ich dir das Zweifache geben, was ich dir vorgegeben habe. Das ist Vergebung. Das ist menschliche, aufrichtige Vergebung. Heute kommen die Menschen und sagen, es gibt Dinge, die kann man nicht vergeben. Es gibt Dinge, die kann man nicht verzeihen. Was mir angetan worden ist, das ist zu hart. Was glaubst du, was du bist? Was glaubst du, wer du bist? Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Liebst du es denn nicht? Willst du denn nicht, dass Allah dir vergibt? Wenn du möchtest, dass Allah dir vergibt, so musst du den Menschen vergeben. Und die Kunst ist nicht, die kleinen Fehler zu vergeben, sondern große Fehler, große, brutale Dinge zu vergeben. Dann wird Allah seine Barmherzigkeit auf dich hinabsenden und dir ebenfalls vergeben. Du begehst auch Allah gegenüber so viel Zulm, Unrecht, unfair. Obwohl Allah dir so viele Sachen gegeben hat. Du bist auch auflehnerisch. Was wunderst du dich? Und denkt immer dran, wir hatten das in den letzten, in den davorigen Unterrichten, El-Aziz, es ist Izzet zu vergeben. Vergeben ist keine Erniedrigung. Niemals ist Vergeben eine Erniedrigung. Vergeben ist Izzet. Ein Mensch, wir haben gesagt, was sind die Wege der Ehre? Stolz zu erlangen. Ehre zu erlangen ist Vergeben. Wenn du vergibst, erlangst du erst dann Ehre. Und hier sehen wir, was würden wir sagen? Was ist Abu Bakr für ein Mann? Ein Mann darf das, jemand sagt das und er geht und gibt ihm nochmal das Doppelte. Was ist das für ein Mann? Hier wird das Verständnis, was ein wahrhaftiger Mann ist, was ein ehrenvoller Mann ist, wird uns hier beigebracht. Und nicht das, was wir gelernt haben. Guck mal, es gibt den Krieg von Uhud, ne? Ihr kennt den alle. Der Krieg von Uhud, der Prophet a.s. wollte einen Verteidigungskampf in Medina führen. Dann kamen die Jugendlichen und haben gesagt, wir wollen nach draußen und den Krieg draußen führen. Was ist passiert? Der Gesandte Allahs hat zugestimmt. Und danach haben sie gesagt, ja, Gesandte Allahs, nee, wir haben doch unsere Meinung geändert. Der Gesandte hat gesagt, wenn wir einmal unsere Kriegsrüstung anziehen, dann werden wir sie nicht mehr ausziehen. Sie gehen raus. Was passiert? Sie begehen Verrat. Die Munafikun gehen zurück, trennen sich, 300 Stück. Die, die auf dem Berg sind, die den Berg ja nicht verlassen sollten, verlassen den Berg, weil sie hinter der Kriegsbeute herlaufen. Diejenigen, wo der Krieg dann ausartet, laufen weg, rennen weg und lassen den Propheten alleine. Eine schlimmste Sachen, die passiert sind. Was glaubt ihr, was jetzt Allah subhanahu wa ta'ala sagt? Hier. Allah sagt, فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Durch die Rahmat von Allah bist du so sanftmütig zu ihnen, O Muhammad. Yani, dass du so sanft zu ihm bist, ist durch eine Rahmat von Allah. وَلَوْ كُنْتُ فَزًا غَلِيزَ قَلْبِي لَنْ فَدُّ مِنْ حَوْلِكَ. Wenn du aber grob, hart, roff zu ihm gewesen wärst, so wären sie alle um dich herum weggelaufen. Sie wären alle weggegangen. Wenn du hart zu den Menschen gewesen wärst, würden sie dich alle verlassen. Jetzt kommt's. Fa'fu anhum. Verzeih ihnen, O Mohammed. Verzeih ihnen. Warum? Weil dieses Unrecht wurde dir angetan. Sie haben nicht auf dich gehört, sie haben dich verlassen. Dir wurde Unrecht getan. Fa'fu anhum. Verzeih ihnen. Wastaghfiru lahum. Und bitte für sie um Vergebung bei Allah. Washawirhum fil amr. Und mache wieder Istishara mit ihnen trotzdem weiter. Sag nicht, ich mache kein Istishara mehr mit ihnen. Das war's. Nein, verzeih ihnen, bitte Allah, weil sie haben ja auch Allah gegenüber Unrecht getan. Allah um Vergebung für sie und mache beim nächsten Mal wieder Istishara mit ihnen. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Und wenn du danach überzeugt bist, so vertrau auf Allah, der Allah liebt diejenigen, die auf Allah vertrauen. Das ist Islam. Wenn jemand dir Unrecht tut, ein Zulm tut, dass du ihn verzeihst, aber es reicht nicht aus, dass du für ihn bei Allah um Vergebung bittest. O Allah, er hat mir Unrecht getan, ich vergebe ihn. Vergib du ihn auch, O Allah. Er wusste nicht, was er tat. Wer von euch kann das machen? Wer von uns hat das jemals gemacht? Das ist Vergebung. Das ist Tasawuf, wie Leute immer sagen, Tasawuf. Das ist Sücht. Das ist, wenn du ein Herz hast, was du Allah gewidmet hast. So, wer von uns hat das gemacht? Wenn uns nur ein bisschen was angetan wird, dann Gnade der Welt Gott. Dann Gnade wirklich allen Gott. Was wir dann alles machen, wie wir ausrasten. Subhanallah. Ich komme zum letzten, dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Yusuf al-Islam. Yusuf al-Islam, seine Situation war sehr heftig gewesen, ihr kennt es. Seine Brüder begehen Verrat ihm gegenüber.
sie werfen ihn in einen Brunnen, er wird aus dem Brunnen genommen, er wird als Sklave benutzt, er wird als Sklave weiterverkauft, er kommt in Knast für eine Sache, die er niemals begangen hat. Ein etwas so heftig Schlimmes. Wie hat das angefangen? Dass seine Brüder ihm gegenüber Verrat begangen haben. Stellt euch mal, das hört sich so komisch an, aber wenn ihr euch das mal bildlich vorstellt, ist das ein heftiges Szenario, das ist eine Tragödie eigentlich. Am Ende kommt raus, dass Yusuf der König von Dings ist, Mister. Seine Brüder stehen vor ihm. Was macht er? Allah sagt, قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Yusuf sagt, ich werde für euch bei Allah um Vergebung bitten, denn ganz gewiss, Allah ist Ghafur und Allah ist Rahim. Yusuf hat ihn vergeben. Wer von euch hätte das vergeben? Diese ganzen Sachen. Das sind Vergebung. Und wir protzen, wenn wir eine kleine Sache vergeben haben, weil jemand 1 Euro eingesteckt hat, und dann sind wir, denken wir, sind barmherzig. Das sind große Sachen, wo man sagen kann, jetzt kannst du auf Allah seine Gnade inshallah hoffen. Der Gesandte Allah sagt in einem Hadith, der wird bei Muslim überliefert, jeden Montag und Donnerstag öffnet Allah die Türen des Paradieses und vergibt jeden, der Allah gegenüber keinen Schirk begeht, der Allah gegenüber keinen Schirk begangen hat. Außer diejenigen Geschwister im Islam, die miteinander verstritten sind. Da wird gesagt, warte, bis sie sich wieder versöhnen. Und dann gehen die Türen zu, sie haben sich immer noch nicht versöhnt. Dann öffnen sie sich wieder am Donnerstag, da wird gesagt, allen wird vergeben, die keinen Schirk begangen haben, außer die, die immer noch verstritten sind. Warten wir, bis sie sich versöhnen. Deswegen, wenn irgendwas sein sollte, vor allem in einer islamischen Jamaat, unter den Muwahidun, so seid nachsichtig, seid vergeben, kommt aufeinander zu, vergibt. Alla tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum, liebt ihr es denn nicht, dass Allah euch vergibt? Der 5. Punkt ist, um die Vergebung Allahs zu erlangen, ist, den Gesandten a.s. ittiba zu machen, den Gesandten Allahs zu folgen. Der Gesandte Allahs ist Allah sein Habibi, er ist Allah sein Liebling. Deswegen, wenn du Allah sein Liebling liebst, Allah sein Habibi liebst, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wird Allah dir vergeben. Allah sagt im Edlen Koran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, damit Allah euch liebt. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, und euch eure Sünden vergibt. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, der ganz gewiss Allah Ghafur und Allah ist Rahim. Wenn ihr den Gesandten folgt, wird Allah euch lieben und Allah wird euch eure Sünden vergeben. Den Gesandten in aller Hinsichten folgen, in seiner Manhaj, im Dschihad, in der Dawa, beim Essen, beim Laufen, beim Trinken, beim Gucken. Seinen Weg befolgen, den er gegangen hat. Das ist sehr wichtig. Heutzutage gibt es in jeder Jamaat einige Sunna, die man macht. Das ist so üblich. Das ist eine Gewohnheit schon geworden. Man macht, jede Jamaat hat seine Sunna. Zum Beispiel gab es damals eine Moschee, wir haben da gebetet. Da gab es zum Beispiel, die haben nie die Sunnah Tahiyyat al-Masjid gemacht. Also diese, wenn man in die Moschee kommt, 2 Rekat beten. Das gab es einfach bei denen nicht. Und wenn man dazu gesagt hat, es gibt eine Sunnah, wenn man in die Moschee kommt, macht 2 Rekat Tahiyyat al-Masjid, haben sie gesagt, nein, sowas gibt es nicht. Deswegen muss man das Leben des Gesandten Allahs viel lesen, viel Unterricht anhören, damit man weiß, was die Sunnah. Glaubt mir, nicht nur das, was ihr kennt jetzt gerade, ist Sunnah. Sunnah ist vieles mehr. Deswegen werdet nicht so eingängig wie diese Menschen, die glauben, nur das, was meine Jamaat von Sunnah denkt oder präsentiert, ist Sunnah. Und alles, was darüber hinaus mehr ist, wird nicht angesehen. Vor allem bei den Türken ist Tayammum. Tayammum ist ein Thema, zum Beispiel mit der Erde abdessen, wenn es kein Wasser gibt. Das ist wie so ein, sowas gibt es gar nicht im Islam. Sollte man irgendwann kein Wasser geben, würde, ich sage meist nicht alle natürlich, ein Kammstein, aber in der Kultur ist das so, die Leute würden eher Kaza machen, das Gebet. Also Kaza machen, wiederholen, statt Tayammum zu nehmen. Weil das nicht einfach, das ist gefährlich, das ist nicht gut. Nur das, was man kennt, sieht man als Sunna, was man in seiner eigenen Gemeinde gesehen hat und das, was draußen ist, nicht. Das ist aber nicht so. Diejenigen, die Sunna des Propheten ohne jegliche Grenze folgen, in allen Sunna-Gebieten, nicht nur in bestimmten Teil, sondern allen Gebieten. Deswegen ist es hier sehr, sehr wichtig, dass der Gesandte Allahs unser Idol und unser Vorbild ist, damit Allah uns vergibt. Jemand, der immer wieder die Liebe zum Gesandten hat, überlegt, ey, wie hätte der Gesandte gehandelt? Würde der Gesandte das so machen? Wie hat der Gesandte gesessen? Der hat den rechten Bein oben gehabt. Der Gesandte ist mit der rechten Tür reingegangen. Wenn du immer wieder das im Kopf hast, dann wird Allah seine Vergebung auf dich kommen. Warum? Weil du machst denjenigen nach, den Allah als Habibi benannt hat. 6. Und das Vorletzte, was das Maghfirat Allahs ist, die Vergebung Allahs, womit man die Vergebung Allahs erlangt, ist, sehr viele Taten verrichten, wo Allah die Vergebung verspricht. Humran ist der Bedienstete von
Osman ibn Affan, er sagt, eines Tages habe ich Wasser gebracht zu Osman ibn Affan und er hat Abdest gemacht. Er hat so langsam Abdest gemacht, ohne Israf zu machen. Der hat ganz vorsichtig Abdest gemacht, hat dreimal immer jede Seite gewaschen, hat bis zu den Knöcheln immer das gemacht. Und danach hat er Folgendes zu mir gesagt. Man tawadda'a hakaza ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Der Gesandte Allahs hat zu mir gesagt, sagt Osman, derjenige, der genau so Abdest nimmt, wie ich gerade Abdest genommen habe, dem wird Allah seine vorigen Sünden alle vergeben. Yani, wenn ihr manchmal deswegen zu Hause sitzt, einfach irgendwo sitzt, statt leeres Gerede zu finden, einfach mal aufsteht, ganz bisschen Wasser einmal, Abdest macht, so richtig bewusst, wo du nimmst und dann zwei Rekat betet, ist das ein Weg für die, für dass eure Sünden, vorigen Sünden alle vergeben werden. Sollte man zwischendurch machen. Der Muezzin, jemand, der Ezan macht. Heutzutage ist das so, dass viele sich nicht trauen oder schämen, Ezan zu machen. Aber würde man die Belohnung von Ezan wissen, glaube ich, würde man streiten, wer Ezan macht. Jemand, der Ezan macht, der Gesandte Allah sagt, wie weit seine Stimme gekommen ist, so weit gibt es für ihn Vergebung. Rahmet, Maghfira gibt es für ihn. Und alle, ob lebendig oder nicht lebendig, Gestein oder Lebende, wird im Jenseits Zeuge dafür sein, dass ihm vergeben wird. Das Dua nach dem Ezan, da gibt es Vergebung. Wenn man zum Beispiel bei der Sura Fatiha im Gebet Amin sagt, der Prophet a.s. sagt, die Engel sagen ebenfalls Amin. Wenn das Amin der Engel und das Amin der Menschen genau im Einklang aufeinander trifft, so wird Allah subhanahu wa ta'ala euch eure Sünden vergeben. Das Gebet in der Jamaat ist ein Weg der Vergebung. Eines Tages kommt ein Mann zum Gesandten Allahs und sagt, ja Rasulallah, ich habe eine Straftat begangen. Ich habe eine Straftat begangen, wofür ich eine Strafe bekommen müsste. Dann trifft die Gebetszeit ein und der Gesandte Allahs sagt, wir beten. Sie beten, dann kommt der Mann wieder und sagt, ja Rasulallah, ich habe eine Straftat begangen, die eine Strafe erfordert. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, Hassalaita ma'ana, hast du eben gerade mit uns nicht gebeten, der Jamaat? Er sagt, nein, ja, ich habe zusammen mit euch gebetet. Dann sagt er, geh, Allah hat dir vergeben. Yani, das Gebet in der Jamaat, manchmal einfach in die Moschee zu kommen, um das Jamaat-Gebet, nicht um irgendeinen anderen Hintergedanken, eine andere Absicht zu haben, zu kommen und das Gebet zu verrichten. Der Jamaat kann ein Grund sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünden gibt. Das Fasten im Ramadan, der Gesandte Allah sagt, man qama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jemand, der den Ramadan mit Iman und mit der Hoffnung auf die Belohnung Allahs fastet, dem wird Allah seine Freuden und Sünden vergeben. Es gibt mehrere solcher Taten, die Allah, wo Allah sagt, wenn man diese tut, für die Sachen gibt es die Vergebung. Diese sollte man in seinem Leben vermehren. Ich möchte aber eine Sache hindeuten, und zwar, es gibt, hierbei ist es wichtig, darauf zu achten, wie man diese Taten verrichtet. Hier geht es, das sind eigentlich einfache Taten, Ezan machen, zwei Rekat Namas machen. Das sind Taten, die machen wir vielleicht jeden Tag. Aber hier geht es darum, wie man diese Taten verrichtet. Wie? Wie bist du gerade in diesem Moment, wenn du das Wudu nimmst? Bist du mit deinem Herz und deinem Kopf da? Wie bist du, wenn du Ezan machst? Was denkst du? Einmal kurz schnell auf die Schnelle mal Ezan machen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oder sagst du jetzt rufe ich die Muslime zum Gebet und ich werde Allah seinen Namen erhöhen. Allahu Akbar. Wie verrichtet man diese Taten, ist immer sehr wichtig. Hierbei geht es die ganze Zeit um das Wie dieser Taten verrichtet werden. Wie verbringst du den Ramadan? Indem du einfach fastest oder indem du sagst, ich faste und oh Allah. Und denkst halt wirklich mit deinem Herz, mit deinem Verstand darüber nach. Zum Beispiel gibt es das häufige Beispiel, der Gesandte Allah sagt, die Schutzsuren, die man abends lesen sollte. Wenn man diese Schutzsuren liest, dann gibt es keine Albträume oder nichts Schlechtes wird auf dich kommen. Jetzt kommen die Leute, machen das. Sie lesen und sagen, ja, ich habe das gelesen, aber es hat mir nichts gebracht. Das Problem ist nicht an dem Rezept des Propheten, das Dua ist schon richtig. Das Problem bist du. Und zwar, vielleicht hast du, als du das Dua aufgesagt hast, einfach wieder blind aufgesagt, als Gewohnheit einfach schnell wiederholen. Oder als du es gesagt hast, hast du Allah seine Macht, Allah seine Mächtigkeit dir nicht vorgestellt. Als du es gesagt hast, war es schon mit dem Kopf woanders gewesen. Deswegen, das ist genauso wie wenn der Arzt zu dir sagt, nehme diese Tabletten immer vor dem Essen. Du natürlich nimmst immer Tabletten nach dem Essen. Da brauchst du nicht danach zu sagen, diese Tablette bringt mir nichts. Tablette ist schlecht, das stimmt nicht. Du musst sie so machen, wie in der Anleitung auch drin steht. Deswegen ist wichtig, dass wir diese Taten, vor allem wie wir diese Taten verrichten, dass wir wirklich mit Herz,
mit Verstand, mit Verantwortung, mit der Bedeutung zu erkennen, diese Sachen zu machen. Ansonsten machen wir manchmal 10 Jahre Taten, wir wissen ihre Belohnung nicht und wir bleiben einfach davon fern. Yani, wenn du das alles nicht weißt, du machst immer Ersan, einfach so auf die Schnelle, dann machst du 10 Jahre Ersan, aber es wird dir nicht einen Nutzen bringen. Versteht ihr? Deswegen sind 2 Sachen wichtig, dass ihr wisst, welche Belohnung es dafür gibt, weil wenn ihr es nicht wisst, dann könnt ihr es auch nicht erlangen. Dann macht ihr das ja einfach so. Ihr müsst wissen, was es dafür gibt und zweitens, wie ihr diese Taten verrichtet. Deswegen, wenn ihr eure Taten verrichtet, wenn ihr die schon verrichtet, macht sie ordentlich, macht sie rein, versucht nicht an andere Sachen zu denken. Stellt euch Allah seine Macht, inshallah, vor. Und eine weitere Tat von diesen Taten ist, Dua zu machen. Der Gesandte Allah sagt, es gibt die beste Weise, Allah um Vergebung zu bitten, ist Sayyidul Istighfar. Es gibt ein Dua, das nennt sich Sayyidul Istighfar. Der Gesandte sagt, derjenige, der das am Morgen sagt, dieses Dua, muqinan, aber ehrlich sagt, aufrichtig, yani fest daran glaubt, muqinan, eine feste Überzeugung davon hat, morgens dieses Dua aufsagt und er stirbt, bevor der Abend antrifft, so wird Allah ihn ins Paradies stecken. Für ihn ist Vergebung angesagt. Für alles, was er getan hat. Er kommt ins Paradies. Jemand, der es abends aufsagt, aber muqinan, fest von überzeugt, mit festem Glauben, und erreicht den Morgen nicht und stirbt, dem wird Allah ins Paradies stecken, weil Allah hat ihm alles vergeben. Sayyidul Istighfar solltet ihr alle, inshallah, auswendig lernen und das immer wieder wiederholen, morgens und abends, muqinan, fest von überzeugt. Allah sagt, der Gesandte sagt, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Das Dua geht folgendermaßen: O Allah, du bist mein Herr, du bist mein Rabb, enta Rabbi, la ilaha illa anta. Es gibt keinen, der der Anbetung würdig ist, außer du. Es gibt niemanden, der das Recht hat, angebetet zu werden, lobgepreist zu werden, außer du. Khalaqtani, du hast mich erschaffen aus dem Nichts und es ist leicht für dich. Wa ana abduka, und ich bin dein Diener. Ich bin ein dir ergebener Diener. Wa ana ala ahdika wa wa'adika ma astata'tu, und o Allah, ich halte mein Wort und mein Versprechen dir gegenüber auf die beste Art und Weise, solange meine Kraft reicht. O Allah, schau, ich bin auf meinem Wort, was ich dir gegeben habe, und mein Versprechen dir gegenüber, und ich werde es weiterhin sein, auf die beste Art, solange meine Kraft dafür ausreichen tut. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor den schlechten Taten, die ich begangen habe, vor dem Übel, was ich begangen habe. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ich habe deine Gaben, die du mir gegeben hast, für mich beschert hast, habe ich erkannt, O Allah. Deine Gaben habe ich anerkannt und ich habe meine Sünden anerkannt. Ich gebe meine Sünden zu, O Allah. Ich habe sie anerkannt. Verfilli, verzeih mir, vergebe mir. Fa'innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Denn, O Allah, wer außer dir vergibt die Sünden? Wer außer dir wird überhaupt meine Sünden vergeben? Das ist das Sayyidul Istighfar. Wenn ihr dies morgens und abends aufsagt, dann wird, inshallah, für euch der Weg zum Paradies leicht sein. Ich komme zum weiteren Punkt, und zwar die erste und derjenige, der die erste und die schwerste Tat macht im Islam, für den gibt es Vergebung. Wie komme ich drauf? Und zwar, es gibt manche Taten, da scheuen sich die Menschen, diese zu machen, weil die sehr schwer sind, weil die sehr groß sind oder weil die noch vorher keiner gemacht hat. Taten von den Sabikun sein, die man als erstes macht, die noch vorher keiner gemacht hat. Taten, die riesig sind, worin sich die Menschen scheuen, diese Taten zu begehen, weil sie Angst haben, nicht wissen, ob die das machen können. Jemand, der diese Taten begeht, diese großen Taten, wo sich alle anderen nicht trauen, aber du traust dich, derjenige, denn, wo noch niemand vorher das begangen hat, wenn du diese Taten machst, für dich gibt es Vergebung. Es gibt einen Sahaba, als der Gesandte Mekka erobern will, gibt es einen Sahaba, der will eine Botschaft an seine Verwandten nach Mekka schicken und sagen, Mohammed, der Gesandte Allahs, er ist Muslim, wird nach Mekka kommen und er wird euch alle vertreiben. Seid vorsichtig, haut ab von Mekka, bringt euch in Sicherheit. Das will er sagen. Aber diese Eroberung der Mekka sollte geheim gehalten werden.
Dieser Sahaba gibt diesen Zettel einer Frau und die Frau will nach Mekka und diese Botschaft überbringen und versteckt dies in ihren Haaren. Der Gesandte Allahs bekommt das mit durch Jibril und schickt Ali und zwei weitere Sahabas zu der Frau und sagt, da ist eine Frau, geht und nimmt von ihr den Zettel. Ali und die Sahabas gehen zu der Frau und sagen, gib uns den Zettel. Die Frau sagt, ich habe keinen Zettel. Die sagen, Ali sagt, ich werde dich hier zerrupfen und den Zettel nehmen. Gib mir den Zettel oder ich werde dich niemals hier weitergehen lassen. Dann kriegt die Frau Angst und gibt aus ihren Haaren dann heraus diesen Zettel Ali, sie nehmen und gehen zurück. Als das passiert, wird Umar ibn Khattab sehr wütend und sagt, O Gesandter Allahs, lass mich diesen Munafiq den Schädel abschneiden. Manche sagen, er ist Murtad geworden, dieser Kafir, weil das war Verrat, das war Chain gegenüber Propheten, das sollte geheim gehalten werden, das war Verrat. Lass mich diesen Munafiq nun den Schädel abschlagen, ihn töten, sagt Umar ibn Khattab. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, وَمَا يُدْرِيكَ Was ist mit dir, O Umar? لَعَلَّ اللَّهُ تَلَى عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ Ja, Umar, weißt du nicht, dass er von Ahlul Badr ist? Er hat den Krieg von Badr mitgegangen. Weißt du denn nicht, O Umar, dass vielleicht Allah gesagt hat zu den Leuten, die Badr mitgemacht haben, O ihr Volk von Badr, macht was ihr wollt, ich habe euch vergeben. Lass ihn. Daraufhin wird diesem Muslim nichts getan. Was ist hier? Wisst ihr, was Badr ist? Badr war die erste Schlacht der Muslime. Badr, die Mushrikun haben die Häuser, die Klamotten, das Mal, Besitz von den Muslimen beschlagnahmt in Mekka. Und die Muslime wollten in Medina einen Angriff starten und wollten diese Karawane von Sufyan, ich sag mal, das zurücknehmen, was ihnen eigentlich gehört. Aber es war gefährlich. Der Tod war da. Es gab die Möglichkeit, dass man mit leeren Händen zurückkommt. Es konnte sein, dass es ausatmet und zu einem Krieg kommt. Deswegen sind aus Mekka nur ganz wenige mitgegangen. 300 Leute. 300 ganz besondere Sahabe haben das in Kauf genommen, sind mitgegangen. 300. Und sie haben den ersten Krieg im Islam geführt, den Badr-Krieg. Und weil dieser Mann, obwohl der einen Verrat begangen hat, aber die Schlacht von Badr mitgemacht hat, sagt der Prophet, O Umar, weißt du nicht, dass vielleicht Allah zu den Leuten der Badr gesagt hat, macht was ihr wollt, ich werde euch vergeben. Warum? Badr war eine Sache, wo sich keiner getraut hat. Es war die erste und eine sehr große Sache. Deswegen, nach Jahren später sagt der Gesandte, vielleicht hat Allah ihn vergeben. Umar, was bestrafst du ihn? Er gehört zu diesen besonderen Menschen. Ähnlich gibt es in der Schlacht von Tabuk. Der Schlacht von Tabuk war eine sehr, sehr schwere Stunde. Der Prophet macht den Aufruf, jeder soll bitte Sadaka und Dings geben, damit wir diese Armee ausrüsten können. Irgendwann kommt Osman ibn Affan und gibt 1000 Dinar. 1000 Dinar macht ca. 4,2 Kilo Gold. Das macht umgerechnet, wenn du 50 rechnest, 200.000, mehr als 200.000 Euro, sag ich mal, grob Gold, Geld. Er nimmt alles und gibt es den Propheten, so viel. Dann nimmt der Prophet das in seine Hand, das war in seinem Schoß gewesen, so sein Kleid. Er nimmt es hoch und wirft es wieder runter. Er nimmt es hoch und wirft es runter und sagt, Ma darra Uthmana ma amila ba'd al-yawm. Alles, was Osman von nun an macht, wird ihm keinen Schaden mehr zufügen. Allah wird ihm vergeben. Allah hat ihm seine Folgen und auch kommende Sünden jetzt vergeben. Ausgenommen ist immer Schirk. Schirk wird nicht vergeben. Ausgenommen Schirk hat Allah ihm schon jetzt den Stempel gegeben, ich werde ihm alles verzeihen. Deswegen ist es wichtig, dass wenn es manchmal Taten gibt, wo sich keiner traut, die Großen, die Schwersen, dass man sich da hingibt und sagt, O Allah, vergebe mir, so wie du die Leute von Badr vergeben hast. Ich möchte ebenfalls diese Belohnung. Helf mir. Und man sollte diese Taten machen, denn das sind gewaltige Taten. Bei Allah haben sie auch einen gewaltigen Stellenwert, inshallah. Ebenfalls zum letzten Punkt will ich kommen, ist, und dann beenden wir den Unterricht, ist Dschihad, Hijret und Sabr. Sind diese drei Punkte, wo ebenfalls die Gnade Allahs kommt. Allah sagt, ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Als dann wird dein Herr denen gegenüber, die ausgewandert, nachdem sie verfolgt worden waren und dann kämpften und geduldig blieben, ihnen gegenüber wird dein Herr ganz gewiss allverzeihend und barmherzig sein.
إن الذين آمنوا وعملوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Diejenigen, die Hijrat machen und die Jihad machen auf Allah seinen Weg, die können auf Allah seine Gnade hoffen. Für sie gibt es Maghfirat, Ghafur und Rahim. Für die gibt es Vergebung, denn Allah ist ganz gewiss allgnädig und allverzeihend. Deswegen Sabr kommt ebenfalls mit Maghfirat an vier Stellen im Edlen Koran vor. Jemand, der Dschihad macht auf Allah seinen Weg, für den gibt es Vergebung. Jemand, der die Hijra macht, Hijra ist ganz gewiss eins der schwierigsten Taten im Islam. Hijra von einem Ort, sich zu verlassen, Menschen zu verlassen, das Schlechte zu verlassen und für Allah an einen besseren Ort gehen, an eine bessere, zu einer besseren Gruppe zu gehen, ist Hijra. Dies wird im Islam immer wieder mit sehr, sehr besonderen Dingen belohnt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Daher ist wichtig, Hijrat und Dschihad und vor allem Sabr. Egal wie viele Sünden du machst, trotzdem standhaft zu bleiben. Immer, egal was kommt in deinem Leben, ob Tiefpunkt, Krankheit, Schmerz, Kummer, Hindernisse, dass du dich niemals von deinem Weg irritieren lässt. Dass du sagst, ich habe ein Ziel, ich werde weitergehen. Manchmal ist langsamer der Weg, gehst du manchmal schneller, aber wichtig ist dabei, standhaft zu bleiben. Dich nicht ablenken zu lassen oder irritieren zu lassen. Das ist Sabr. Sabr ist so, egal ob Unglück, Unheil auf dich regnet, dass du immer noch stabil stehen bleibst und sagst, ich habe ein Ziel, mein Ziel ist Allahs Zufriedenheit, mein Ziel ist das Paradies, mein Ziel ist das Wort Allahs auf dieser Erde an höchster Stelle zu bringen und den Schirk zu beseitigen, dass du niemals dieses Ziel aus den Augen verlässt und dabei standhaft bleibst, bodenständig und fest bleibst. Das ist Sabr. Für diese Leute, die egal in welcher Situation immer wieder dabei sind, für sie gibt es auch das Maghfirat Allahs. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, uns gegenüber barmherzig zu sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, so wie er die Leute von Ahl Badr vergeben hat, uns inshallah auch vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns für unsere Sünden nicht belangen. Möge Allah uns für die Sünden, die wir bewusst oder unbewusst sogar begehen, für die Dinge, die wir falsch machen, möge Allah uns vergeben und uns gegenüber gnädig sein. O Allah subhanahu wa ta'ala, deine Gnade umfasst alles. Deine Gnade hat deinen Zorn übertroffen. Vergib uns unsere Sünden. O Allah, wir haben gegenüber uns selbst großes Unrecht zugefügt. Es gibt keinen Gott außer dir. Es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist. Wer soll unsere Sünden vergeben außer dir, O Allah? Wir gestehen unsere Fehler, unsere Sünden dir gegenüber. Aber wir hoffen auf deine Merhamet, auf deine Gnade und auf deine Vergebung. Sei uns gegenüber nachsichtig, vergebe uns und allen Muslimen, die noch leben oder tot sind. Nad'u Allah yajma'ana ala kitabillah wa ala shari'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.